Heute ist Fußball im Weltall. Heute spielt Aliens United gegen Roboter FC. Heute ist Fußball im Weltall. Das ist ja absolut verrückt, was ich da sehe. Der Schiri ist ein Klon und er pfeift das Spiel jetzt an. Der Roboter FC greift sofort entschlossen an. Roboter 1 passt den Ball zu Nummer 2. Und der schießt gleich aufs Tor, denn er war ja völlig frei. Der Torhüter der Aliens hat 28 Augen, die jedoch ganz offensichtlich wenig dazu taugen. Schnell zu erkennen, Mann, wo fliegt der Ball bloß hin? Er reckt zwar seine 16 Arme, doch das Ding ist drin. Heute ist Fußball im Weltall. Heute spielt Aliens United gegen Roboter FC. Heute ist Fußball im Weltall. Das ist ja absolut verrückt, was ich da seh. Die Roboter sind gnadenlos und spielen hart wie Stahl. Manchmal wirken sie schon fast ein bisschen zu brutal. Aber wenn sie faulen wollen, ja, das ist das Feine. Klappt's nicht, denn die Aliens, die haben keine Beine. Das Spiel wird jetzt allmählich zu einem richtigen Spektakel. Die Aliens sind technisch gut und nutzen die Tentakel, um ab und zu den Ball unter ihnen zu verstecken. Die Roboter, die können ihn nicht entdecken. Heute ist Fußball im Weltall. Heute spielt Aliens United gegen Roboter FC. Heute ist Fußball im Weltall. Das ist ja absolut verrückt, was ich da seh. Und da ist der Ausgleich. Aliens United wird von einer Riesenmenge Alien-Fans begleitet. Was für ein Gebrüll und Freude über dieses Tor. Jedes Alien schreit dem anderen laut ins Ohr. Die Fans vom Roboter FC, die sitzen auf den Stühlen. Und sie sind ganz ruhig, denn sie haben von Gefühlen die Freude oder Traurigkeit noch nie etwas gehört. Weshalb sie dieser Ausgleich auch nicht stört. Heute ist Fußball im Weltall. Heute spielt Aliens United gegen Roboter FC. Heute ist Fußball im Weltall. Das ist ja absolut verrückt, was ich da seh. Das war Fußball im Weltall. Das war Aliens United gegen Roboter FC. Endstand 1:1, Elferschießen gibt es keins. Ich bin froh, als ich zu meinem Raumschiff gehe.